Hallo, liebe Zwillinge. Schön, dass ihr hier seid. Das ist eure Augustlegung. Vielen Dank für euer Interesse. Lasst uns doch gleich mal loslegen. Drei Karten allgemein für euch. Mal sehen, was das Tarot aufzeigt. So, eine Karte für die Liebe erstmal. Es kann sein, dass ich vertiefen werde, dass ich noch weitere Karten ziehen werde. Liebe, Beruf, Finanzen und seelischer Zustand für den August. Okay, liebe Zwillinge, dann lasst uns doch loslegen. Lasst uns doch schauen, die ersten drei Karten. Wisst ihr was? Ihr startet im August. Am Anfang zumindest ist hier so ein bisschen die Energie. Ach, in meinem Leben passiert irgendwie nichts, ja, liebe Zwillinge. Ihr seid ja eigentlich so, sagt man zumindest von der Natur aus quirlig, ja. Ihr habt gerne neue Dinge um euch herum. Ihr seid kommunikativ. Und der August könnte so ein bisschen, ja, könnte so ein bisschen langweilig für euch starten. Ich sehe hier die Karte der Tod, die eigentlich für Transformation steht. Es wird etwas Neues in euer Leben kommen, ganz bestimmt. Ich kann euch aber nicht sagen, ob das im August sein wird. Ja, was ich hier sehe, für die Männer oder für Frauen, die Frauen mögen, hier könnte es sein, dass ihr eine neue Dame kennenlernt im August. Was ich aber noch sehe, ist, dass ihr sehr wahrscheinlich etwas Gutes für euch selbst tun werdet. Ja, also dass ihr quasi so, sozusagen, ich weiß nicht, so auf der Couch liegt und euch sagt, irgendwie passiert hier nichts. Ich mache da nichts irgendwie von anderen mir geboten wird, ja, von meinen Freunden, von meinen Verwandten, von meiner Umgebung. Sorge ich doch selbst dafür, dass es mir nicht so langweilig ist, mache ich doch irgendwas Tolles. So ist hier die Energie. Es kann sein, dass ihr im August irgendwas Schönes für eure Schönheit machen werdet. Ja, hier ist eine sehr starke Tendenz, dass ihr vielleicht irgendeine Behandlung habt. Ja, vielleicht habt ihr schon länger irgendwie vor, zur Kosmetikerin zu gehen. Ja, ja, alles, was so mit Schönheit zu tun hat, mit eurem Aussehen zu tun hat. Vielleicht geht ihr aus. Ja, das Ass der Kelche kann natürlich auch irgendwie so ein bisschen fürs Feiern, für Getränke, für Alkohol. Nicht unbedingt Alkohol, kann auch Kaffee sein. Ja, vielleicht so eine Mädelsrunde mit euren Freundinnen. Aber, liebe Zwillinge, ihr startet hier in den August so ein bisschen mit, ja, so ein bisschen. So ein bisschen mit einer langweiligen Stimmung. Ja, ihr werdet den August erstmal ziemlich langweilig empfinden. Und dann wahrscheinlich selbst auf die Pirsch gehen, so nach dem Motto, wie ich schon gesagt habe, wenn mir das Leben nichts Schönes bietet, keine Abenteuer bietet, dann muss ich selbst für die Abenteuer, sorgen. Ja, das ist hier die Tendenz für euch, für den August, die ersten drei Karten. Lasst uns jetzt noch explizit schauen, was euch in der Liebe erwartet. Ach, der Kelche. Ach, der Kelche. Schauen wir mal. Wo geht ihr denn hin? Kontakte. Kontakte. Nun ja, liebe Zwillinge, ich habe nicht das Gefühl, wisst ihr was? Doch, wie könnte es was geben? Es ist hier nicht wirklich so typisch. Typisch irgendwie alles
nach Liebe ausgerichtet. Wisst ihr, was hier das Maximum sein kann, wenn ihr Single seid? Ja, wenn ihr Single seid, das Maximum, ihr könntet euch im August sowohl verlieben als auch ganz schnell wieder entlieben. Ja, hier ist so eine starke Verliebtheit oder nicht stark, sondern eine ziemlich spontane, plötzliche, kurze Verliebtheit. Ja, es ist um euch geschehen und genauso schnell, wie es um euch geschieht, genauso schnell entliebt ihr euch wieder. Ja, genauso schnell werdet ihr bei diesem Menschen etwas feststellen oder etwas sehen, was euch überhaupt nicht gefällt, was euch nicht gefallen wird. Ja, womit ihr quasi nicht leben könnt, nicht leben wollt und sehr wahrscheinlich lässt ihr diesen Menschen wieder gehen. Ja, wenn ihr Single seid, sehe ich das. Was hier noch möglich ist, dass ihr auf irgendeine Nachricht wartet, auf irgendeinen Schritt von einem Mann. Ja, vielleicht habt ihr euch verguckt. Vielleicht habt ihr euch schon vorher verguckt. Dieser Mensch ist irgendwie da, aber auch nicht wirklich da. Ja, ihr seht ihn hin und wieder mal. Was hier möglich ist, oder wenn ihr hier auf eine Nachricht wartet, liebe Zwillinge, hier ist die Tendenz, dass diese Nachricht nicht kommen wird. Ich sag's einfach, wie es ist. Ja, bei mir gibt es nur das, ich sage das, was ich auf dem Tisch liegen habe. Die Nachricht wird ausbleiben oder die Nachricht wird negativ ausfallen. Ja? Vielleicht werdet ihr sogar irgendwie eine Nachricht verfassen. Vielleicht werdet ihr die Nähe zu einem Menschen suchen. Hier ist eine sehr starke Tendenz, dass sich dieser Kontakt nicht weiterentwickelt. Wenn ihr vergeben seid, verheiratet seid, hier gibt es Diskussionen. Hier gibt es ordentlich Diskussionen. Was denn für Diskussion? Worum geht es denn hier? Um Unehrlichkeit. Um Unehrlichkeit, beziehungsweise ihr werdet möglicherweise sauer sein, weil man euch irgendwas nicht erzählt hat, weil man mit euch nicht richtig kommuniziert hat, weil euer Partner vielleicht etwas für sich behalten hat. Keine Information oder falsche Information. Übrigens kann es sich hier um Thema Auto handeln. Muss nicht unbedingt Auto. Auto oder ihr werdet euch nicht einig, wohin es denn gehen soll in Bezug auf euren gemeinsamen Urlaub oder vielleicht sogar einen Umzug. Ich gehe mal nicht davon aus, dass dein Mann erfahren wird, dass du einen Geliebten hast, ja, weil die Karte der Wagen steht oder kann auch dafür stehen. Auf jeden Fall Nichtinformation oder Desinformation. Desinformation ist halt eben, ja, ist eine Lüge. Sagen wir es, wie es ist. So sieht's hier aus, die Liebe, ja? Dann schauen wir uns Beruf und Finanzen an. Liebe Zwillinge, ihr habt die Entscheidung zu treffen. Vielleicht eine berufliche Reise, ein Ausflug, irgendwie eine Seminarsitzung außerhalb der Stadt, wo ihr lebt. Neue Wege sind hier zu sehen. Neue Möglichkeiten. Ihr seid voller Tatendrang, was den Beruf im August betrifft. Hier sind sehr, sehr schöne Karten, sehr aktive Karten. Ihr werdet ganz bestimmt irgendeine Entscheidung fällen. Es kann sein, wenn ihr auf Jobsuche seid, ja, dann sehe ich hier eine sehr aktive Vorgehensweise, was die Bewerbung betrifft. Oder wenn ihr euch verändern möchtet, ja, was den Job betrifft. Vielleicht fangt ihr im August etwas Neues an. Hier stehen auch die Karten sehr, sehr gut. Ja, oder hier liegen die Karten, besser gesagt, sehr gut. Macht euch diesbezüglich keine Gedanken. Ihr seid total positiv gestimmt. In aktiver Energie,
Ja, manchmal kann es sein, dass ihr so ein bisschen, dass euch so ein bisschen die Knie wackeln, aber ganz wenig. Okay, liebe Zwillinge, die letzte Karte, das ist die Karte des Seelenzustands. Wie wird er denn sein? Herrscher. Wunderbar, eine sehr, sehr schöne Legung. Ihr habt alles im Griff. Ja, ihr habt die Kontrolle, ihr habt die Zügel in der Hand, alles läuft so, wie ihr das haben möchtet. Ja, nichts überrascht euch. Ihr seid einfach total stabil. Es ist eine Karte, eine Viererkarte. Ja, der Herrscher hat die Zahl 4. Ja, das ist wie ein Stuhl mit 4 Beinen oder mit 4 Füßen. Ihr habt alles im Griff im August. Ja, seelisch, auch das hier, ja, auch das hier werdet ihr wirklich im Schlaf verarbeiten. Okay, liebe Zwillinge, das war euer August. Bitte liked, damit dankt ihr mir, damit unterstützt ihr mich, dieses Video. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Monat. Wenn ihr möchtet, bis demnächst.